Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Leute, heute ultimatives Icon-Mittelfeld. 98er Pelé, 96er Zidane, krank. 8 Icon insgesamt. War ein schmackhaftes Draft, Leute. Bleibt wie immer bis zum Schluss dran. Ich hoffe es doch, falls du nicht abonniert hast. Wie immer kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tick einschalten. Macht die 4 Likes voll. Ich will es hoffen. Würde mich freuen, Leute. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wen feiert ihr mehr, Pelé oder Zidane? Ab in die Kommentare. Ich denke mal, die meisten werden PD schreiben. Aber wer weiß. Ich würde sagen, wir starten ins Video. Facecam flackert mal wieder. Man kennt's. Wir starten rein. Let's go. Oh, 3, 4, 2, 1, Leute. Baba. 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 Baba Captains. Ah, ist immer so eine Sache. Ronaldinho kriegt man auch teilweise so. Oh, Best geht ins rechte Mittelfeld. Das ist natürlich echt geil. 93er Icon rechts Mittelfeld. Ich glaube, das machen wir, Leute. Oder Ori, Alter. Haben wir schon mal einen sicheren, guten Stürmer. Wir nehmen Best mit, Leute. Leute, checkt immer noch gerne meinen Shop aus. Wenn ihr Bock habt, nice Designs in Rot, Blau, Orange und in Grün in den vier Farben. Checkt gerne aus. Kissen, da sind Torbeutel. Nice LED-Lampe wie immer am Start, Leute. Handyhüllen auch am Start. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Autogrammkarte. Gibt's auch noch dazu? Checkt aus, wenn ihr Bock habt. Ich danke euch, Leute, für euren Support. Weiter geht's, linke Seite. Komm, nächster Icon. Leider nein. Ah, scheiße, Alter. Mané gibt's als Team of the Year. Können wir jetzt nicht mehr kriegen, ey. Ich sag mal so, wir nehmen Mané trotzdem mit. Scheiß drauf. Okay, 93er rechts, 90er links. Ganz guter Start, würde ich sagen. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ah, Paris ist immer so eine Sache. Paris gibt's als 94er. Hat Puyol eine Prime Icon Moments bislang? Ich glaube nicht. Nesta, Moore und Cannavaro glaube ich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, lassen wir Baresi uns erstmal offen. Alle anderen haben 92, ist eigentlich egal, wen wir jetzt mitnehmen. Wen haben wir denn nicht so oft? Ich würde sagen, Nesta haben wir eigentlich nicht so oft. Ne? Sollen wir Nesta mitnehmen? Komm, wir nehmen mal Nesta mit. Weil Baresi, ich warte mal ab, vielleicht kriegen wir noch den 94er, ja? Deswegen, mal schauen, Alter. Man weiß nie, Leute, man weiß nie. Weiter geht's im Mittelfeld. Leider keine Icon, schade. Verratti, Alan, Santi Gasola, 90 passen, 90 Dribbling, saftig, Alter. Wir nehmen Verratti mit, Leute. Verratti ist da. Na gut, ich sag mal so, naja, Alter, geht besser. Weiter geht's, come on. Carles Puyol, da haben wir ihn doch. Und Cannavaro haben wir auch wieder. Und Bobby Moore auch, Desai und Ferdinand. Ferdinand, Alter, Ferdinand, Ferdinand. Was geht bei dir, Ferdinand? Ja gut, nehmen wir einfach Ferdinand ab sofort. Puyol, ich weiß nicht, gibt's denn als Prime Making Moments? Ich glaube nicht, ne? Wir nehmen mal Cannavaro mit. Komm, haben wir die beiden Italiener hier am Start. Vielleicht erhöht das die Chance, noch Baresi zu kriegen. Haben wir volle Italien-Icon-Defensive. Was will man bitte mehr, Alter? Was will man bitte mehr? Lucas Leiva, Parejo, Pjanic, Saul. Lucas Leiva ist okay. Parejo ist auch okay. Bringt uns nichts. Eigentlich Leiva bringt uns auch nichts. Wir nehmen Leiva trotzdem mit. Drei, also voll komisch. Drei Icons bislang, drei Informs, ne? Nächster Icon, come on. Ich hoffe es. Come on. Na, leider nicht. Polenta. Alter, der ist krass, ne? 84 Tempo, 89 Defending, 91 Physis, 99 Stärke. What? 1,85 ist der nur, Alter. What the fuck, Alter. Krasser Shit, Alter. Ohne Scheiß. Kann man machen, Digga. Kann man richtig machen. Aber Koulibaly linkt sogar Mané, Alter. 29 Schuss. Schmeckt. Beste, Alter. Beste Leben, Alter. Okay, Torhüter, komm, Icon, Lehmann oder so. Das sieht nicht nach einer Icon aus. Das sieht auch nach nichts Guten aus. Na, scheiße, Alter. Holy. Die Jogginghose, Alter. Oh, Katznetznis. Ne, Kanetsis. Kanetsis. Ich habe Sachen mal Kanetznis, Alter. Habe ich früher auch schon immer gesagt. Aber Holy ist der Beste. Wir nehmen Holy mit, Alter. Wir nehmen Holy mit, die legendäre Jogginghose. Okay, rechter Sturm wird eigentlich immer Garincha. Ich hoffe diesmal auch. Komm on, Garincha, wo bist du? Da ist er, Digga. Sogar als 95er Prime Icon Moments. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Habe ich auch noch nie gespielt, Alter. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr den gespielt habt, ob der Typ abgeht. Weil der hat schon kranke Werte. Vor allem auch Freistoßpräzision. Richtig heftig, Alter. Ballkontrolle 98, Dribbling 99. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen, mit dem Garincha, Alter. Gar richtig mitarbeiten, ey. Geile Sache. Rashica war noch am Start. Ähnlichen Namen, die beiden. Auch ähnliches Bild, ähnliche Frisur hier. Aber irgendwie ähnlich, Alter. Leider nicht dieselben Werte. Ähnliche Werte vom Tempo her, aber der Rest, naja. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt einen Stürmer kriegen, einen guten Stürmer, am besten ein Icon, sonst bräuchte ich es nämlich auch nicht mitgenommen zu haben. Come on, bitte, 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 bitte. Joa, ist okay. Ribéry. Ach, Ribéry, Digga. Sollen wir Ribéry nehmen? Lewandowski ist schwer zu linken. Ribéry ist auch schwer zu linken. Aber da man meistens eh auf der linken Seite eine Icon kriegt, hoffentlich. Barnes ist meistens eher am Start. Ist eigentlich scheißegal, wie man im Sturm mit ihm und Ribéry hält. Das highest Rating und eine kranke Karte, Alter.
Hans ist richtig heftig, ne? Junge, Junge, krasse Werte, Alter. Ohne Scheiße. Stürmer schon nice. Nehmen wir Franck Ribéry mit. Okay, linker Stürmer. Come on, Barnes. Bruder, bitte. Jawohl, da ist er. Ah, leider nur. Ah. Barnes kommt immer auf. Den ist Verlass. Neymar würde noch Leverling, aber naja. Nehmen wir Barnes mit, Digga, als 89er. Leider nicht Prime Icon Moments, hätte 91, aber ist okay, Barnes. So, wir haben 5 Icons. Ist okay, Digga, ist stabil. Nach der Startelf 91er Wertung, 96 Chemie. Ich würde sagen, warum habe ich nicht den ersten Spieler auf der Bank gemacht, sondern den zweiten gerade? Hoffentlich bringt das kein schlechtes Karma hier irgendwie, Alter, dass wir hier falsch angefangen haben. Ich will es nicht hoffen. Messi bringt uns auf jeden Fall erstmal schon mal nicht viel. Können wir... Ja, stellen erstmal trotzdem... Stell erstmal für... Nein, wir stellen erstmal für Rulli rein. So. Dann können wir nämlich auf der 92 kommen oder auch nicht. Korrekte Sache. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts Schlechtes kommt, ne? Sonst Karma, dass ich nicht da angefangen habe. Ah, guck mal hier. Oh. Digga, habe ich gar nicht gesehen. Pelé, Junge, 98er Pelé. Schmeckt. Digga, ich habe ihn gar nicht gesehen erst. Habe ich gar nicht wahrgenommen, Alter. Krass. Shit, Alter. Der ist in letzter Zeit auch richtig selten geworden, Alter. Nice. Ich wollte schon Butragueno mitnehmen, weil der eine kranke Karte hat. Aber Digga, Pelé erstmal gar nicht realisiert. Geil, Alter. Fresh. Nice Sache. So, 98er. Schmeckt richtig gut, Alter. Das schmeckt richtig gut. So, jetzt müssen wir auf 91 hochkommen. 93 sogar direkt, Alter. Krass. Gab, ich weiß nicht, Alter, ich habe noch nie die Pelé Prime Icon Moments Karte gehabt, ey, 99er Pelé im Draft noch nie gehabt, Alter, schreibt mal rein, ob ihr den schon hattet, oh, Digga, Ronaldo, was so bitter, Digga, das Ronaldo, ne, oh, Mann, Alter, wer der linke Seite, der hätte sogar Ribéry gelinkt, ey, traurig, ey, und rechte Seite ist eigentlich zu gut, den können wir nicht reinstellen, ist das Problem, ne, scheiße, was machen wir jetzt mit, ich muss ihn natürlich mitnehmen, ganz klar, aber was machen wir jetzt mit Ronaldo, gute Frage, Digga, vielleicht, wenn es so krass weitergeht, kommen wir vielleicht noch auf eine 94er, wenn es richtig krass ist, 95er Bewertung. Wer weiß, er kommt drauf an, jetzt auf die nächsten Karten. So kommen wir nicht weiter, Alter. So können wir absolut gar nicht weiter. Hm, shit, ey. Ist gar nichts, ey. Gouillet ist der Beste. Oh, Italien, neues Bild. Ja, toll, wir nehmen Gouillet mit. Der ist Innenverteidiger, ist eigentlich ganz nice, aber ist nur 1,74. Ist wie Kanté Innenverteidiger, Alter. Viel zu klein. Sie macht es okay, würde Verratti gut linken, aber das war's auch. Verratti sitzt auf der Bank, Alter. Genauso wie Gouillet können die beiden sich von mir aus gerne linken, Alter. Mir egal. Oh, Digga, ey, seitdem Pelé kam irgendwie Absturz danach, ne? Scheiße, Alter. Diego Castro, William Young mit. Oh, Mann, Digga. Pelé hat alles zerstört. Das war wieder dieser Spieler, der zu gut war. Danach kommen erstmal wieder ein paar schlechte Spieler. Oder auch nicht, Alter. Digga. Zidane, ey, Leute, was ist das für Mittelfeld? Pelé 98, Zidane 96. Digga, so ein Mittelfeld hatte ich auch schon lange nicht mehr. Nice Sache, Alter. Krank. Okay, zack. 9 Chemie hat sogar gebracht, Alter. Heftig. Okay, warte mal. Na gut, bringt 8 Chemie weniger. Aber, kommen wir auf 94. Yep, Leute. 94, Alter. Nice Sache. Sehr, sehr geil. Leider nicht auf 95. Dafür ist das Team dann leider noch ein bisschen zu schwach. Wenn die nächsten zwei jetzt nochmal richtig stabil werden. Gibt's eine Chance? Sanchez, Bruder, eigentlich noch nie, Alter. Mit seinem Afro. Hugo Sanchez, sehr, sehr geil. Habe ich noch nie gehabt, Alter. Fresh ist er. Alter, aber wie viel... What the fuck? Digga, aber wie viel Wein war der? Guck dir das mal an. What? Alter, scheiß die Mann an. Der war schon richtig. Der war bei Linz, Digga. Der war beim FC Linz. Der war von Österreich. Was hat der da gemacht? Keine Ahnung. Nice, Alter. Bringt... Ah, doch, warte mal. Der ist sogar besser als Ribéry. Zack, bringt einen Chemiepunkt mehr. Nice. Wie viele Icons haben wir? 4, 5, 6, 7, 8 Icons, Leute. 8 Icons, Alter. Geil. Geiler Shit. Komm, der muss auch nochmal gut werden. Nein, das war jetzt nicht so gut. Bellarabi, Santi Gasolo. Wir müssen langsam auf die Chemie schauen, aber wir brauchen eigentlich nur noch einen Torhüter, ne? Wir haben Messi die ganze Zeit im Tor, Digga. Was ist da los? Vor allem Messi, Alter. Einer der kleinsten Spieler hier im Team, ey. Egal, wir lassen es erstmal so, Leute. Ey, wir haben gerade Santi Gasolo reingestellt. Wir waren trotzdem immer noch auf einer 93er Bewertung. Das heißt, wir waren kurz vor der 94, ohne Scheiß. Weil der hatte 10 weniger Santi Gasolo und wir waren trotzdem weiter noch auf den 93, ey. Was kommen jetzt hier für Spieler, Alter? Kann doch hier nicht wahr sein. Die letzten drei Spieler, Leute, das gibt nichts mehr. Auf 94 werden wir auf jeden Fall nicht hochgehen. Das ist schon mal safe. So, jetzt müssen wir mal schauen, Alter. Wegen der Chemie müssten wir jetzt mal hier... Oh, Florenzi wäre gar nicht schlecht, ne? Der würde Nesta linken. Boah, wäre gut. Der wäre stabil. Würde 5 Chemie mehr bringen. Lassen wir aber erstmal auf der Bank. Gucken jetzt gleich erstmal, ob wir einen Torhüter kriegen. Kommt nochmal eine Icon oder so? Nein, Mena hätten wir noch. Alexandro haben wir auch noch. Ich meine, wir können vom Ding her Ronaldo auch nach rechts stellen, ne? Geht auch eigentlich. Wir nehmen mal Mena mit. Warum habe ich das eigentlich nicht direkt gemacht? Ich glaube, das bringt jetzt auch nicht so viel mehr, oder? Oh, doch, 4, Alter. Nice. Okay, dann machen wir es erstmal so, Leute.
Und wenn wir jetzt noch einen passenden Torhüter kriegen, ey, dann müssten wir eigentlich auf 100 Chemie sein. Am besten nochmal eine Icon oder so. Come on. Scheiße, eigentlich ist jeder Torwart ja egal. Wir hätten eigentlich nur einen High-Rated Torhüter gebraucht. Radetzky. Ja, ist okay, Alter. Ist okay, aber ist jetzt nicht so krank High-Rated. Aber gut, müssen wir jetzt mit leben, Leute. 100 Chemie ist da. Wir schauen mal kurz, was wir durch Sortieren hier noch für ein Rating kriegen. 193er könnte noch machbar sein. Aber kann auch sein, dass dafür jetzt die letzten beiden Spieler leider zu schwach waren. Wir haben auf jeden Fall keinen Silberspieler. Das ist schon mal gut, aber es reicht anscheinend trotzdem nicht. Schade, Alter. Das ist aber wieder knapp, Alter. Oh Mann, ey, das ist so bitter, ne? Es reicht wirklich nicht. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Es reicht nicht, Leute. Es reicht nicht. 192er Draft, wie viele Icons? 8. Und Ronaldo und Mittelfeld, Zidane und Pelé, Alter. Besser geht's gar nicht. Besser geht's nicht, würde ich sagen. Gianpaolo nehmen wir mit, Leute. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Macht es gerne. Wie viele Icons? 8, ne? 8 Icons, Leute. Checkt noch gerne den Shop aus. Nice Designs. Orange, Blau, Rot, Grün in den 4 Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe auch noch am Start. Handyhüllen. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Autogrammkarte. Aber auch noch am Start, Leute. Checkt aus, wenn ihr Lust habt. Ja, ich würde mich freuen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Haut rein. Ciao.